So, und weiter geht's jetzt mal wieder bei Hogwarts. Na, natürlich, erstmal jetzt, ne, wie schon gesagt, geht das jetzt erstmal mit dem Berg los. Ne, dass wir das halt so, wie gesagt, ein bisschen grob runterkriegen. Ne, wie ihr seht, hier ist gar nicht viel passiert. Wir waren ja hier stehen geblieben, dass ich gesagt habe, hier könnt ihr das komplett langziehen. Ne, das habe ich jetzt nicht gemacht, nur mit der ersten Reihe habe ich das gemacht. Ja, und den Rest habe ich erstmal nur so ein bisschen gemacht, weil von hier aus geht das ja auch noch ein bisschen, wird das ja auch noch ein bisschen der Berg, ne? Also hier der komische Dings, was wir hier gemacht haben, der geht ja noch so ein Stück runter, so, das ist ja so ein bisschen im Berg so drauf, ne? Das heißt, hier muss ich noch mal gucken. Hier ist gar nicht viel jetzt passiert in der Ecke. Also was heißt gar nicht viel? Es ist so gut wie gar nichts passiert. Aber ich kann euch heute die vordere Hälfte komplett zeigen. Ne? Da vorne bei den zwei Türmen da, bei den Gewächshäusern. Der komplette vordere Teil, den gehen wir heute durch, weil den habe ich nämlich soweit fertig. So. Na, würde ich sagen, gehen wir doch da einfach mal hin. Ja, den vorderen Teil, wie gesagt, den habe ich jetzt soweit durch. Der ist eigentlich fertig. Na, guck mal. Aha. Aha. Na, hier ist doch schon fleißig was passiert. So. Und das gehen wir jetzt mal gemeinsam durch. So. Ich habe das so gemacht. Pass auf. Wir waren ja stehen geblieben, dass wir das nur hier, also dass wir das nur bis hier gemacht haben, ne? Nur bis hier haben wir das ja gezogen gehabt da unten. So, das habe ich jetzt noch ein Stück weiter gezogen und dann eine Kurve rein. Ja? Aber das gehen wir gleich durch. Erstmal gebe ich euch jetzt die Fläche hier, wie groß die ist. Ne? Da habe ich da mir da hinten schon vorbereitet. Seht ihr, da habe ich von dem Anbau aus habe ich das gezählt? Na, das heißt, ich gebe euch jetzt eben hier einmal die Fläche, wie groß die ist, und dann gehen wir die Kleinigkeiten durch, ne? Weil sonst ist das, glaube ich, ein bisschen Kuddelmuddel. So. Also, ich habe mir das immer abgezählt. Na, ich glaube, die Schilder, die stehen ja sogar noch alle. Ich habe das gar nicht ganz vorbereitet. Katastrophe. Na gut, dann gehen wir das jetzt so durch. Pass auf. Ich habe, wie gesagt, von hier aus, von diesem Anbau aus, hier habe ich gezählt. Von den Zweiern hier vorne, die ja am weitesten rausgucken. Von da aus habe ich gezählt. Oh, ey. Oh, Digga, die Cola drückt gerade ab. Nochmal rein. Oh, ey, Digga. So. Von den Zweiern hier vorne aus, ne? Von da aus habe ich jetzt gezählt. So, und dann habe ich das jetzt so gemacht, dass ich hier halt, wie gesagt, angefangen habe. Das ist das der erste Block und dann bin ich immer hier lang und habe mir bei 20 ein Schild gesetzt. Ne? So, das heißt, wir gehen jetzt die Schilder durch. Ne? Das heißt, wir haben hier 20, dann haben wir noch mehr, haben wir hier 40, und dann haben wir 60, dann haben wir 80. Und dann kommen da nochmal 18 Blöcke dran. Das heißt, wir sind am Ende des Tages bei 78, wenn ich mich jetzt nicht vertan habe. Da mal 20, 40, 60, 80. Genau, bei 78. Ne? Dann geht das genau bis hier hin. Ne? Also hier, das hier ist dann noch gar nicht. Ne? So. Ne? Das ist dann weg. Ne? Bis hierhin. Ne? Haben wir dann die 78 Blöcke. Ne? So. Riesig ist dann hier die Fläche. Ne? Und dann habt ihr ja hier gerade schon gesehen, wenn wir die dann gemacht haben, die 78, ne, dann gehen wir genau ab der Fläche, da setzen wir jetzt keinen dran, sondern wir gehen genau schräg da drüber, na, und haben hier dann zwei Stück. Ne, dass das so ganz dezent, ja, will ich jetzt nicht sagen, also dass nicht so hart die Kante ist. Haben wir dann hier eins, zwei, drei Zweier und dann bin ich hier wieder
an meiner oberen Fläche, weil ich das ja alles ein bisschen nach unten gesetzt habe. Ja. Und das ist dann die Fläche. Ne, so riesig ist die. So. Ne? So, und diese andere Linie hier, falls ihr euch jetzt fragt, das ist von der Kurve, weil ich die auf beiden Seiten gleich gemacht habe. Ne, so, pass auf. Die gehen wir jetzt auch noch durch. So, da habe ich das nämlich jetzt folgendermaßen gemacht. Also, das gehen wir jetzt nicht ganz, ganz durch. Ich zeige euch, ich gebe euch jetzt einfach hier die Ecke und dann habt ihr ja die Kurve und dann den Rest von da aus dann einfach dran ziehen. Ne? Oh, ich gebe euch das jetzt einfach mal durch hier. So, pass auf. Ich habe das nämlich so gemacht, dass ich dann hier, also wo das Ende von der Fläche ist, ne, die 78, da habe ich mir mit dem Sandstein genau an der Kante, ne, könnt ihr ja sehen, wartet mal, ich mache das mal weg, ne, genau hier ist ja Ende, ne, hier sind ja die 78, die wir gerade gezählt haben, ist ja genau hier Ende, ne, das sieht man ja auch an den Zweiern. Ne, da habe ich mir genau hier mit dem Sandstein eine gerade Linie lang gezogen, komplett. Ja. So. Ne? Und dann habe ich das so gemacht. Pass auf, vielleicht könnten wir das auch so durchgehen. Vielleicht ist das einfacher. Pass auf. Ich glaube, das ist einfacher. Warte, wir machen das. Ne, genau, wie ich euch das jetzt gerade gesagt habe, hier, ne? Genau, Ende. Ne? Und dann haben wir hier, warte mal, jetzt muss ich mal eins. Ach, diese Maus. Schmutz. Fick dich jetzt. Mann. So, pass auf. Eins. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 Blöcke. Genau, machen wir jetzt hier. Ne? Und dann gehen wir einfach hier ganz ans Ende und dann machen wir hier, so seht ihr ja, schräg da drunter, machen wir dann den Dreier. So, und diese Dreier haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5 Mal. Ne? Dann machen wir hier einen Dreier. So, dann machen wir hier diagonal lang dann einer. Dann haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 einer. Ja? Machen wir 17 einer und dann wieder diese 5 Dreier hier. Ne? 1, 2, 3, 4, 5. Patsch. Ja? Und dann kommen wir da an. Ne? Dann haben wir halt die Kurve und dann können wir den Rest halt lang ziehen. Dann ist das aber so, dass wir dann nur noch vier Dreier haben, ne? Weil wenn wir das jetzt hier dran ziehen, so, dann verschwindet ja ein Dreier. Das heißt, wir haben dann eigentlich am Ende des Tages nur noch vier Dreier und keine fünf mehr. Ne? Aber so sieht das dann aus. Ne? Und dann habe ich das, wie gesagt, hier auf der Seite habe ich das gemacht. So, ne, auf der anderen Seite ist das genauso. Ne, da habe ich mir dann einfach hier, ja, wo wir dann jetzt angekommen sind, genau hier, ne, habe ich mir hier oben einfach eine Linie lang gezogen. So, die gehen wir jetzt einfach mal lang. Flieg doch, du Kachbar. So. Hui. So, und dann habe ich das hier der anderen Seite genauso gemacht. Hier seht ihr jetzt, so sieht das dann aus jetzt, wenn wir das einmal verbunden haben. Und hier habe ich das genauso gemacht. Ja, hier müssten das eigentlich rein theoretisch auch 37 Blöcke sein. Da bin ich mir gar nicht. Ja, doch, genau. Warte mal. Machen wir mal durch hier. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 37, genau. Das sind auch 37 Blöcke. Genau dieselbe Kurve. Ne, hier vom Ende. 5 Dreier. Die, was hatte ich gesagt? 17 Einer. Und dann wieder die 5 Dreier und dann einfach hier so gerade anschließen. Ja, dann sieht das so aus. Ja, und hier auf der Seite habt ihr ja gerade gesehen, habe ich das auch schon ein bisschen lang gezogen. Und da habe ich das nämlich schon
Also nicht viel, aber schon ein bisschen habe ich das jetzt gezogen. So, pass auf. So, bis hierhin habe ich das jetzt erstmal gezogen. Bis hier, zu dem Ende hier von dem, der Mauer, also hier von der Wand, glaube ich. Das war ja hier. Genau. Und bis hier zu dem Ende habe ich das erstmal gezogen. Weiter nicht, weil das ja hier hinten noch nicht fertig ist. Hier haben wir ja noch fleißig zu tun. Da muss noch was gemacht werden. Hier muss noch komplett zugemacht werden. Und dann ist ja hier noch dieser. Hier von diesem Ding ist ja hier der Krater, der hier noch irgendwie lang geht. Aber ich habe von der Ecke irgendwie, ich habe bis heute nichts gefunden. Nichts. Ich weiß einfach nicht, wie das hier aussieht. Ich habe keine Ahnung. Ne, deswegen habe ich jetzt den Berg erstmal nur bis hier gezogen, ne, wie ich euch das gezeigt habe, bis hier Ende. So, ne. Und soweit haben wir dann jetzt hier den vorderen Teil an sich auch fertig. Ja, und der Rest, der kommt dann noch. Ja, der Rest kommt dann noch. Ja, das ist ja dann jetzt ganz easy, ne, wie das hier weitergeht. Ne? Ich meine, wir haben ja hier jetzt nur die vier, dadurch, dass das angedockt ist hier. Ne, diese vier haben wir auch, ne, die ziehe ich dann hier noch gerade lang, ne, weil das muss ja hier noch ein bisschen weiter weg hier, die Ebene. Das ist noch zu wenig Platz hier zwischen. Ja, aber da setze ich mich die Tage noch ran und mache das auch mal fertig. Ja, und dann gehen wir das noch mal durch, wie das aussieht. Ja. Und ja. Ja, dann haben wir hier den vorderen Teil vom Berg auch soweit fertig. Ja, ganz entspannt. Ja, dann ja. Mehr habe ich auch gar nicht für euch. Wie gesagt, das, was da jetzt an der großen Halle ist, da werde ich dann auch mal gucken, dass ich das jetzt irgendwie soweit fertig kriege. Ich wollte das ja eigentlich jetzt, also ich wollte das ja das letzte Mal schon machen, dass ich euch das jetzt halt gezeigt hätte, ne? Aber ich bin da irgendwie, bin ich da noch nicht so wirklich vorangekommen und dann dachte ich mir so, gut, machen wir erstmal den vorderen Teil vom Berg. Na? Aber da hinten das bei der großen Halle, das kommt noch. Jetzt mache ich das hier mal eben zu. Ne, das kommt noch, weil wir wollen ja erstmal gucken, dass der Berg einmal rum jetzt so weit grob runtergezogen ist. Ne? Also dass wir so grob jetzt die Fläche haben. Ne, das heißt, ich muss dann auch hier noch, wie gesagt, weiter weggehen. Oder die Fläche, dass wir die erstmal grob haben, wie das alles aussieht. Ne? Und ja, so sieht das jetzt wie gesagt aus. Ne, hier vor der vordere Teil, ja, so sieht das jetzt aus. Ja. Und ja. Ja, mehr habe ich auch gar nicht. Ne? Der Berg, der zieht sich echt. Der zieht sich echt hin. Also der Berg, der wird noch anders nervig. Das sage ich euch. Der wird noch anders nervig. Ah, das kriegen wir hin. Easy. Genau. Ja, würde ich sagen, soll es das doch jetzt erstmal an der Stelle gewesen sein. Für heute hier. Ne, Schritt für Schritt geht das jetzt hier mit dem Berg. Ne, ich werde mich jetzt hier die Tage noch ransetzen und hier weiter den Berg kloppen. Ne, dass ich euch ja vielleicht mal ein bisschen mehr präsentieren kann als nur das bisschen hier. Ne, also ich werde gucken, jetzt die Tage, dass ich da richtig ranklotze noch. Ne? Und ja. Genau. Na, dann würde ich sagen, soll es das jetzt an der Stelle erstmal gewesen sein. Na, dann würde ich sagen, sehen wir uns hier bei dem Berg dann in der nächsten Folge wieder, wenn ich das soweit fertig habe. Und dann, ja, würde ich sagen, bis dahin, ciao, ciao, Wiederschauen und reingehauen.